Schönen guten Nachmittag, Blauen. Ja, wir sind ja so in nachmittäglicher Stückzahl hier erschienen, aber immerhin noch geringfügig mehr als die Menschen, die der Meinung sind, wir haben Frieden, wir haben Freiheit und wir haben keine Diktatur. Steht bei denen drauf. Und das ist schön. Na, es fällt mir eine Lehrerin ein, war so 89, als alles ein bisschen wild war. Elterngespräche und so. Da meinte doch tatsächlich eine Lehrerin zu meiner Mutter, sie weiß gar nicht, was wir alle haben. Sie hätte immer ihre Meinung sagen können. Ja, die Leute gab's, die immer ihre Meinung sagen konnten. Weil die Meinung mit dem übereinstimmte, was von oben gewünscht war. Die waren sicher im Lehrerberuf etwas öfters anzutreffen, die das konnten. Also die war wirklich verwundert. Jetzt Jetzt hast du mich ausgeschaltet, jetzt bin ich wieder da. So, also die war ehrlich verwundert, wie wir der Meinung sein könnten, wir hätten keine Meinungsfreiheit. Und diese Menschen, ich nehme den sogar ab, die sind ehrlich verwundert, dass wir der Meinung sind, wir haben hier doch in weiten Teilen keine Freiheit mehr. Und der Frieden ist auch in Gefahr. Aber das verstehen die nicht, das verstehen sie wirklich nicht. Aber umso wichtiger ist, dass wir hier sind, die es verstehen und die es auch anderen Leuten erzählen und die es auch weiter sagen, was nämlich wirklich hier los ist. Und dann ist es doch erstaunlich, wie wenig dann hier los ist für das, was hier los ist. Aber es gibt ja immer mal wieder Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel am Montag, ne? Ihr seht, wir haben keinen Traktor hier, das liegt daran, dass wir keine Bauern sind. Ihr wahrscheinlich auch nicht, sonst hättet ihr einen Traktor mitgebracht. Aber am Montag demonstrieren ja ganz groß die Bauern und wir unterstützen das. Jetzt muss man sich natürlich fragen, warum unterstützen wir denn das und wofür demonstrieren denn die überhaupt? Also, die demonstrieren, das hat ja irgendwas mit Diesel zu tun, ne? Sie demonstrieren jetzt nicht dafür, dass diese ganzen Quatschsteuern auf diese ganzen Fortbewegungsmittel abgeschafft werden. Nein, so radikal sind sie nicht. Aber die haben ja noch was Besonderes mit dem Diesel. Bis jetzt haben die Bauern immer einen Teil von der Mineralölsteuer wiedergekriegt. Wenn die auf ihren Feldern rumfahren, haben gesagt, so und so viel Prozent, so ist nur der Traktor auf der Straße und den Rest haben die wiedergekriegt. Das wollte jetzt die Ampelregierung abschaffen. Oder hat es jetzt abgeschafft. Und das wollen die Bauern wieder haben. Wenn er mich fragt, eigentlich eine ziemlich lächerliche Forderung, oder? Also nur um ein bisschen Rückerstattung weiterhin zu kriegen, so ein Aufwand. Aber andererseits doch auch bewundernswert. Andere Leute lassen sich alles wegnehmen, lassen sich die Läden zumachen, lassen sich die Kneipen zumachen. Du siehst sie nicht auf der Straße. Und den Bauern, den nimmt man ein bisschen was, nimmt es nicht mal weg. Man gibt ihnen weniger zurück und sie legen das Land lahm. Also ich muss sagen, das kann ich ehrlichen Herzens bewundern, dass die auch gegen kleinste Eingriffe Zusammenhalt zeigen und Widerstand zeigen und auf die Straße bringen. Und das ist doch eine Sache, die wir gerne unterstützen. Ich meine, sehr gerne hätte ich auch Riesendemos von Gastwirten unterstützt zu Corona-Zeiten, die mit ihren Töpfen und Schöpfkellen lärmend durch die Stadt gezogen werden. Aber die waren da irgendwie nicht. Ja, also ich habe sie zumindest nicht gesehen. Klar, es war der ein oder andere Kneiper mit dabei, aber kaum. Das ist bei den Bauern anders. Und das gefällt mir. Und dann, na gut, man kann sagen, ja, dass das bisschen, was die nun nicht mehr zurückkriegen sollen, das sind ein paar Euro vielleicht nur. Ja, also die amerikanische Revolution wurde ausgelöst, also wo die sich von England abgelöst haben. Das wurde ausgelöst durch 3 Penny Steuer aufs Pfund Tee. Mehr war es nicht. Deswegen sind die ausgerastet. Wegen 3 Penny Steuer aufs Pfund Tee. Also von einem Pfund Tee kann man ziemlich lange Tee trinken, ne? Das ist ja leicht, ne? Ein Pfund, das ist ein ganzes Päckel. Und davon 3 Pfennig Steuer drauf. Deswegen ist eine Revolution ausgelöst worden. Und wenn die paar Euro Agrar-Diesel-Rückerstattung eine Revolution auslösen,
dann sollen wir es nur recht sein. Dann liegen zwar die Ursachen tiefer, aber der Auslöser kann durchaus so eine relative Lächerlichkeit sein. Nun ist das mit Revolution so eine Sache, die gehen eigentlich selten los, wenn man das Datum vorher bekannt gibt. Also ist mir zumindest keine Revolution bekannt, wo das ganze Land vorher das Datum wusste. Am 8.1. alle zum Umsturz antreten. Nein, das wird auch nicht so sein. Dafür sorgt schon der Bauernverband, der ja also so ähnlich wie eine DGB-Gewerkschaft oder wie eine IHK für die Selbstständigen, also ganz brav unser aller Interessen vertritt, also der Bauernverband in dem Falle für die Bauern, also in Wirklichkeit die Interessen der Obrigkeit gegenüber der eigenen Klientel vertritt. Das macht die IHK so, das macht die Handwerkskammer so, das machen diese drecksgleichgeschalteten DGB-Gewerkschaften so. Die sind ja nicht in Wirklichkeit eine Interessenvertretung, genauso wenig ist dieser Bauernverband, der auch schon gesagt hat, also er hat mit diesen wilden Protesten, die sich hier vom Montag ankündigen, ja, damit will er gar nichts zu tun haben und da distanziert er sich und da können wir nur mit gutem Gewissen sagen, danke gleichfalls. Ich bin davon überzeugt, dass trotzdem sehr viel los sein wird am Montag. In Dresden wird eine riesige Demo sein. Hier in Plauen soll auch einiges sein. Ich habe es noch nicht so genau gehört, aber wir kommen welche von oben runtergefahren und von den Seiten und dann wird ja manches zugemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe nur was gehört. Vielleicht ist das die effektivere Variante, wenn man das vorher nicht so genau weiß, was alles geplant ist. Aber wir lassen uns überraschen. Tja, aber sowas macht natürlich Spaß, ne? Also mit so einem Traktor draußen rumfahren, wenn dann paar Straßen blockiert sind, also das ist so richtig was fürs Herz von zumindest uns protestlustigen Sachsen. Jetzt ist das nun natürlich nicht alles, was wir machen. Das darf auch nicht alles sein. Denn wir arbeiten zwar für bessere Zeiten, aber wir müssen uns auch vorbereiten auf bessere Zeiten. Jetzt werden manche fragen, was, wie, wo? Bessere Zeiten sind doch dann besser. Da werden wir schon damit klarkommen. Das ist richtig, aber das haben wir schon mal gedacht. Dort steht das Denkmal dafür. Wir dachten, jetzt wird alles besser. Ist es ja auch erstmal geworden. Aber wir hatten zu wenig Leute, die es besser machen konnten. Wir hatten keine Leute, die wussten, wie sagt man es auf Neudeutsch, die Bürgermeister können. So sagt man halt so, ja, der kann Minister. Also, die sich mit einer Stadtverwaltung auskennen, hatten wir niemanden. Wir hatten niemanden, der einen Haushaltsplan lesen konnte. Gut, wir hatten ein paar Pfarrer, die ein bisschen reden konnten, aber das war es auch schon. Damals vor 33 Jahren. Ja, und jetzt haben wir denn jetzt Leute, die, sag ich mal, wenn es in einem halben Jahr plötzlich alles anders kommt, die da oben alle ersetzen könnten? Wird schwer. Müssen wir aber haben. Denn ansonsten passiert dasselbe wie das letzte Mal. Wir mussten 3/4 von den Alten da lassen, wo sie vorher waren. Und das letzte Viertel haben wir mit denen von drüben aufgefüllt. Die haben sich dann mit den Alten recht gut verstanden. Und wir waren da, wo wir vorher waren. Nämlich da, wo wir jetzt stehen, auf der Straße. So. Und damit uns das nicht wieder passiert, müssen wir jetzt so was Ähnliches machen, wie Walter Ulbricht in den 50er Jahren schon mal den Schriftstellern verordnet hat, mit seinem Bitterfelder Weg, greift zur Feder, Kumpel. Also da mussten die irgendwelche Schachtarbeiter, die sollten dann plötzlich Gedichte und Romane schreiben. Das war dann die sozialistische Literatur. War nie sonderlich erfolgreich, aber der Gedanke dahinter, der ist nie so falsch. Denn ich sage euch jetzt, ich bin jetzt Walter Ulbricht, na nie ganz, der Bart passt nie ganz. Ich sage, geh in den Stadtrat, Kumpel. Ja, wir lernen es nur, wenn wir es machen. Und das müssen wir immerhin diesem System noch anerkennen, zugestehen. Sie geben uns die Möglichkeit, es zu lernen. Das haben die vorher nicht gemacht. Die hier sind eingebildet genug, zu denken, lassen wir sie ruhig ein bisschen mitspielen, sie werden uns schon keinen Ärger machen und bei den meisten stimmt es ja auch. Aber wir lassen uns da reinwählen, um Ärger zu machen, erstens. Also um denen immer wieder
aufs Brot zu schmieren, was sie falsch machen. Ja, 89 haben ja so viele gesagt, das haben wir nicht gewusst, na, dass das also so schlimm war. Und dass da den Menschen Unrecht getan wurde, das haben wir nicht gewusst. Und das werden die das nächste Mal wieder sagen. Aber eins ist klar, da wo welche von uns in den Stadträten, in den Kreistagen sitzen, da werden die das nicht sagen können. Denn wir schmieren es ihnen jede einzelne Sitzung aufs Brot, was sie für einen Quatsch machen, was sie alles kaputt machen. Gerade jetzt in Chemnitz wieder, wird doch tatsächlich die Stadtwerke, ich fange mal anders an, der normale Bürger erfährt in der Zeitung, dass sich die Fernwärmepreise fast verdoppeln. Was er nicht so erfährt, oder klein daneben, aber was wir dann halt sagen, da drinnen und draußen, tja, warum stellt man denn unser eigenes Kraftwerk von einem billigen einheimischen Energieträger auf einen teuren ausländischen unsicheren Energieträger um? Ja, da muss man erst mal drauf kommen auf solchen Quatsch. Also wer von euch würde sagen, ich mache meinen Äppelbaum im Garten um, braucht den nicht mehr, ich kaufe in Zukunft Äpfel aus Neuseeland. Es gibt Leute, die machen das, aber das ist dumm. Und genauso dumm ist es zum Beispiel zu sagen, also wir machen unser Kraftwerk, was Braunkohle aus der Lausitz verfeuert, das machen wir dicht. Und wir bauen jetzt eins, was Flüssiggas aus Amerika verfeuert. Ja, das kann man machen. Es gibt Leute, die machen das. Aber das ist dumm. Und das ist falsch. Und es ist verbrecherisch, wenn man anderen Leuten dafür das Geld aus der Tasche zieht. Und das sind die langweiligen Themen, mit denen man sich im Stadtrat, im Kreistag befasst. Mit dem Sumpf. Mit dem Sumpf, genau. Und wir haben es bis jetzt nicht geschafft, diesen Sumpf da drinnen trocken zu legen. Ne? Also diesen Ehrgeiz sollten wir erstmal nicht haben. Also wir lassen uns jetzt wählen nach dem Motto und dann wird da drinnen alles anders. Nein, das wird nicht so. Aber wir sagen denen, was wir alles anders machen würden und was sie alles falsch machen. Und dann können die sich mal nicht rausreden. Das ist das erste Ziel. Das zweite ist, man kommt eben an die Informationen, wie das Beispiel jetzt gerade gezeigt hat. Man kommt auch noch an andere Informationen, zum Beispiel wo welche Gebäude für Asylbewerberheime vorgesehen sind. Ja, man kann das anderswo so gerüchteweise erfahren und dann machen wir da Demos und manchmal hilft es was tatsächlich, dass das dann nicht da kommt, wie im Osterzgebirge passiert. Aber wenn man in so einem Gremium selber drinnen sitzt, erfährt man es eher. Kann es eher an die Leute geben, die Information, und kann eher was dagegen unternehmen. Ja, und das dritte ist das, was ich zuerst schon mal gesagt hatte, so ähnlich. Das ist das, dass wir uns darauf vorbereiten, es irgendwann selber machen zu können. Und das können wir dann eben nicht machen, wie so ein Neulehrer 45 bis jetzt selber noch nicht schreiben gekonnt und plötzlich vor der Schulklasse stehen und denen irgendwas beibringen. Das geht meist schief. Ging damals auch schief, mein Urgroßvater war Lehrer, 46 wollten sie dann wiederholen, haben sie gemerkt, nehmen doch lieber Lehrer anstatt Schmiede, um den Kindern was beizubringen. Nicht gegen Schmieden, die sollen den Kindern dann mal Schmieden beibringen, aber die Lehrer vielleicht erstmal schreiben und lesen, das hat sich damals nie bewährt. Und wenn wir dann nach der nächsten Wende, auf die wir ja hinarbeiten, sonst wären wir nicht alle hier, wenn wir nicht denken, es muss schon mal wieder so werden und anders werden. Und es gibt auch die Chance, weil sonst würden wir jetzt lieber uns zu Hause betrinken und die letzten Tage vorm Untergang noch genießen. Nee, wir denken schon, es kann noch mal besser werden und wir können es noch mal besser machen. Und dann können wir eben nicht wie solche Neulehrer da im Stadtrat sitzen und von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sondern dann sind wir wesentlich nützlicher, wenn wir eben schon Ahnung haben. Nun haben sich zum Glück im Vogtlandkreis schon einige Leute gefunden, die sich haben aufstellen lassen. Deswegen nochmal meine Bitte, wir brauchen in Blauen noch ein paar Unterschriften, damit die dann auch auf dem Wahlzettel draufstehen. Wer noch nicht unterschrieben hat und aus Blauen kommt, 100 Meter diese Richtung, erste Etage, Raum 11, sagen, ich möchte gern für die Kreistagswahl unterschreiben, kriegt er so einen Zettel, tut nicht weh, geht schnell. Und dann stehen wir da auf dem Wahlzettel drauf. Und mit Ausweis? Ja. Oh.
Das ist aber eigentlich nicht. Ihr wird gerade gesagt, haben nicht alle gehört, nur mit Ausweis. Das ist aber eigentlich nicht in Ordnung. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Aha. Ach so, AOK-Karte reicht auch. Gut, also irgendwas, dass die sehen, wo ist der mal schreibt. Gut, kenne ich ja aus anderen Städten nicht so, aber hier offensichtlich, gut. Ja, und dann gilt das Gleiche natürlich für jede einzelne Stadt. Manche hier von euch sind nicht aus Blauen, aber auch die aus Blauen übrigens können sich noch melden, dass wir dann auch für die Städte noch Leute aufstellen, die sich da reinsetzen, die sich diese nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen antun, die aber dann eben wissen, wie es geht. Und das ist eine Aufgabe, die vielleicht weniger Spaß macht, als mit Traktoren am Montag zu demonstrieren, aber die genauso wichtig ist. Und die vielleicht nachhaltiger sogar ist. Ja, denn eins müssen wir uns ganz sicher sein. Es wird niemand von außen kommen und uns befreien. Das müssen wir selber machen. Und es wird auch niemand, wie wir es damals vielleicht wirklich dachten, von irgendwo herkommen und es uns dann hier besser machen. Nein, auch das werden wir selber machen müssen. Denn was wir nicht selber in die Hand nehmen, wird nicht so werden, wie wir es uns selber vorstellen. Wenn uns von außen jemand irgendwas hilft, kann das gut sein. Aber er hat natürlich auch seine Interessen. Ja, und wenn wir nicht weiterhin anderen die Macht über uns einräumen wollen, sondern die erringen möchten, dann müssen wir es selber in die Hand nehmen. Deswegen gehen wir auf die Straße, aber deswegen treten wir auch zu Wahlen an. Das sind zwei der Punkte. Und deswegen informieren wir natürlich auch andere Leute, indem wir zum Beispiel diese schönen Zettelchen hier mitnehmen und auch Leuten mal in die Hand drücken, die noch nichts davon gehört haben oder sich noch nicht damit befasst haben. Haben vorhin da oben schon ein bisschen verteilt. Hier darf ich Ihnen was von Freien Sachsen mitgeben. Was für welche? Auch noch nicht gehört. Gibt noch diese Menschen, die haben noch nichts von uns gehört. Das muss sich natürlich ändern. Und es gibt natürlich noch schlimmer welche, die haben noch nichts von uns gelesen. Auch das muss sich ändern. Wir haben ja also viele schöne Zettel. Es sind gar nicht mehr so viele, aber ihr habt noch welche einstecken, oder? Ja, das Auto ist noch halb voll damit. Nehmt euch also gerne Material mit und beglückt eure Mitmenschen mit dieser wichtigen Botschaft, dass wir eben nicht nur meckern können, sondern dass wir es besser machen wollen und dass wir es, wenn genug Leute mitmachen, auch besser machen werden. Es ist doch gelacht. Man sagt, aller guten Dinge sind drei und zwei Fehlversuche haben wir jetzt hinter uns und der dritte, der wird sitzen. Mit euch allen. Vielen Dank.